natürlich auch von den Erwachsenen und Jugendlichen. Musik! Thank you.
Nein, die schmeißen keine 20 Cent. Rufen halt die Polizei. Ich muss neue Ideen haben. Flinch kommt. Herr Pitschum. Was ist? Ich bin ein sehr armer Mensch und meine Mutter hat mich direkt nach der Geburt ins Heim gegeben. Und nach der Schule habe ich direkt angefangen zu arbeiten. Und es wird immer schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich Fußpilz, bekomme schon Läuse und habe Hämorrhoiden. Wo erzählst du deine Geschichte noch? Herr Pitschum, ich bin hier wegen der Sache gestern auf der Hochstraße. Was? Die Fischschläte bist du, die auf meinem Bezirk gesammelt hat, ohne meines Erlaubnis? Junge, wenn du vernünftig arbeiten möchtest, bitteschön. 20 Euro Festgebühr pro Woche und 50% von deinem Gesammeltes. Dafür kriegst du an Riester-Rente, Krankenversicherung, ein Dach über dem Kopf und 3 Mahlzeiten. Bist du damit einverstanden? Ja. Ich, Pinchum, der Bettlerkönig, hab 4, 5 Bettlertypen. Hier, ein gläubiger Asylant. Gehst du mal hin? Hallo. Da. Hochgestreckte Hände Richtung Himmel, die verdrehten Augen. Er betet nicht die Passanten an. Nein, er betet zu Gott, damit die Passanten mehr bewegt, in die Taschen zu greifen. Hier, ein Tierschützer. Er ist bereit, vom Hunger zu sterben. Aber sein Hund, der leidet so sehr. Leute, gebt ihm noch ein paar Cent, damit er seinen Hund ernähren kann. Hier, ein gescheiterter Künstler. Hat mal geträumt, in den weltberühmten Opernhäusern zu singen. Aber er hat eine hässliche Stimme. Eine Piepstimme. Die Leute wollen weg von ihm. Also geben ganz schnell Geld, damit er woanders singt. Hier, ein aktiver Sammler. Ein scheußlich ekliger Mensch. Die Leute wollen nur eins nicht, von ihm berührt werden. Also geben den ganz schnell Geld, woanders seine Opfer suchen sollen. Jetzt weg alle mit dir. Herr Pitschum, und welcher der Bettlertypen bin ich? Du? Ich hab's. Mit dir versuchen wir etwas Neues. Ein verarmter Sozialmitarbeiter. Ja! Bezirk 38, Herbertstraße, Ecke Alte Flur. Herbertstraße? Herr Pitschum, da wohnt doch nur alles, da krieg ich keinen Cent. Keine Widerrede, das machst du schon. Schatz? Ja, was wer? Hier, ein neuer Mitarbeiter. Ein verarmter Sozialmitarbeiter. Ecke Herberstraße, Ecke Alte Flur, Bezirk 38. Komm mit. Kleide dich ein, kannst auch gleich das Bügel drin mitnehmen. Ja, okay. Nun ein Lied, von Zadi geschrieben, von Zadi gesungen. Es handelt über einen Zuwanderer, der nach Deutschland kam. Hier ist Zadi! Er war auf dem Weg, um nach Deutschland auszuwandern. Setzte sich in einen Bus mit ca. 100 anderen. Auf dem Weg in eine neue Welt.
bleibt der Bus vor nem Block stehen. Das kann nicht sein, das ist ein Versehen. In so einer abgefahrenen Gegend kann doch keiner leben. Schlimmer kann's nicht werden, dachte er sich, als wenn der Menschenhändler die Nase bricht. Ab heute machst du das, was wir dir sagen. Du wirst Geld anbringen, wenden und stellst keine Fragen. Wurde gezwungen auf den Platz zu gehen, sollte kamen, zetteln und fliehen. Er kann es einfach nicht verstehen, wie konnten sie ihm nur sein Leben. Er wurde gezwungen auf den Platz zu gehen, sollte kamen, zetteln und fliehen. Er kann es einfach nicht verstehen, wie konnten sie ihm nur sein Leben gehen. Yeah, Rote Herrenstraße und FZ-Züge, die drei Groschen oben. Check es. Also ging er raus, Tag für Tag und machte, was sie sagten. Hockte sich vor Einkaufsstraßen und Passagen. Immer arm und traurig, trugen, um den Groschen zu bekommen. Doch das war nicht für ihn selbst, das meiste wurde ihm weggenommen. Die gewonnen, so zerronnen, dass ein schöner Deutscher saß. Mich wundert auch, warum es kein einziger Deutscher krass. Was unsere Heimat auf den Straßen geschieht, wo ist egal, ob wer lebt oder tot in der Ecke liegt. Wo ist sie hin? Die Zivilcourage. Scheiß drauf, jeder packt sich an die eigene Nase. Wechsel war schon immer leichter gewesen als zu handeln. Krimineller und leichter, deswegen gibt es Menschen an. Er wurde gezwungen auf die Straße zu gehen. Sollte gar nicht wetteln und sehen. Er kann es einfach nicht verstehen. Wie konnten sie ihm sein Leben umgehen? Er wurde gezwungen auf die Straße zu gehen. Sollte gar nicht wetteln und sehen. Er kann es einfach nicht verstehen. Wie konnten sie ihm nur sein Leben umgehen? Ja, so ist es. Yeah. Wo ist die Schicksalstür mit dem Blick aus seinem Verderben? Nie wieder betteln gehen, vorher wird er lieber sterben. Er wollte fliehen, hatte weder Pass noch Dokumente. Sie versprachen ihm nur eine schöne, dicke Rente. Doch er hat von all dem nichts gesehen. Das Einzige, was er konnte, sich vor fremden Leuten schämen. Er hatte genug, wollte endlich hier raus. Einfach zur Familie, in die Heimat, nach Hause. Seht ihr, was passieren kann, wenn man immer nur zuguckt. Tausende von Menschen suchen täglich hier den Zuflucht. Er hat's geschafft, kam endlich hier weg. Gestern Abend lag er noch hungernd im Dreck. Also, er wurde gezwungen, auf die Straße zu gehen. Sollte gar nicht betteln und fliehen. Er kann es einfach nicht verstehen. Wie konnten sie ihm nur sein Leben nehmen? Er wurde gezwungen, auf die Straße zu gehen. Sollte gar nicht betteln und fliehen. Er kann es einfach nicht verstehen. Wie konnten sie ihm nur sein Leben nehmen? Dankeschön. Polly? Schatz, hast du Polly gesehen? Maus, das hab ich dir gar nicht erzählt. Polly hatte ein Date. Was? Ein Date? Mit wem? Ja, mit so einem gut aussehenden Mann im Anzug. Wie sieht er aus? Er fuhr ein Porsche vor und ja, Armani-Anzug, hatte weiße Handschuhe. Was? Weiße Handschuhe? Das ist doch Max Messer, dein Verbrecher von Krefeld. Der hat schon allen Mafia-Nationen Kontakt. Wir müssen doch unsere Tochter retten. Wo ist Polly? Ja. Schatz, warte doch. Wir können doch drüber reden. Das Recht des Menschen ist auf dieser Erde, da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein. Aller Lust, teilhaftig, aller Lust der Welt zu werden. Zum Essen Brot zu kriegen und nicht einsteigen. Nun hören Sie ein Lied von Freda und Fabian über die Unzulänglichkeit des menschlichen Lebens.
seine siebte Frau. Diesmal ist sie glücklich, der Polly Pietschum. Sie heiraten in Krefeld-Fischeln in einem Pferdestall. Polly, hier werden wir heiraten. Das ist doch ein Pferdestall. Ja. Und hier sollen wir heiraten? Ja. Aber hier sind noch gar keine Möbel. Ja, aber meine Männer, die sind schon unterwegs. Thank you.
war sehr schön. Dankeschön, Männer. Aber jetzt genug geredet. Es ist Zeit für Gefühle. Polly! Das Liebeslied. Polly, siehst du den Mond über Krefeld? Ja, ich sehe ihn. Fühlst du mein Herz schlagen? Ja, ich fühle es. Hier bin mir kein Weg zu weit. Das ist so toll. Ich weiß. Für dich würde ich selbst die größten Sterne klauen. Ich liebe dich, Freund. Ich dich auch. Mackie, komm her, schnell. Ich muss was sagen. Hör zu, mein Freund, ich habe gerade in meinem Dienstwagen gehört, dass die Polizei dich gefunden hat. Die schicken ein Sondereinsatzkommando hierhin, um dich zu fangen. Hau ab, mein Freund, ich muss mein Dienst gerade schützen, ich werde das auch gehen. Und hör auf mein Rat und verschwinde von hier. Ach, gar nichts, Schatz. Es sind ein paar Geschäfte im Ausland aufgetreten. Ja, aber deswegen muss ich jetzt auch mal los. Ne? Hey, Männer, solange ich weg bin, hat Polly das sagen. Verstanden? Keine Widerrede, vor allem du nicht. Okay, mein Schatz. Mon amour, ich liebe dich. Bis bald. Pass auf dich auf. Ich meine,
das, was ihr als Kind immer gespielt habt. Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Lass dich scheiden! Was? Ich soll mich scheiden lassen? Hab ich recht nicht gehört? Ich soll mich scheiden lassen? Ich bin kein kleines Kind, ihr könnt mir nicht sagen, was ich mache. Ich werde mich nicht scheiden lassen. Meine Glück, ich habe meinen eigenen Kopf. Oh, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Das muss ich in die Hand nehmen. Alle Wetter hier. Hier. Geh zum Bürgermeister und sagst, wir suchen Mickey Messer. Du gehst zur Polizei, bestellst die alle. Und du gehst hier auf Herbertstraße und guckst nach, wo Mickey Messer ist. Und merkt euch, wer Mickey Messer sieht und verwendet, kriegt 5.000 Euro. Jetzt ab hier. Und Frau, stell dich nicht an, steh auf hier. Ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie brav man leben und Sünd und Missetat vermeiden kann, zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben. Dann könnt ihr reden. Damit fängt es an. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Jetzt hören Sie das erste Finale der Drei-Groschen-Oper. Wovon lebt der Mensch? Ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie brav man lebt und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben. Dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die euren Wahn zu Bunse braven lebt. Das eine wissen ein für alle Mal, wie ihr es dreht, wie ihr es immer schiebt. Es kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, den armen Leuten sich vom großen Brotleib ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, aussieht, anfällt, abwirkt und frisst? Denn nur durch den Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist. Yeah!
nicht. Ich finde noch nicht mal den Wald voll lauter Bäume. Wie sollen die mich finden? Mackie Messer. Nein. Außerdem komme ich hier jeden Donnerstag hin zum Trinken. Da werde ich nicht sehen. Hi, Jenny. Das ist wieder zickig drauf hier, oder? Ja, bitte? Hallo? Ja, bitte? Ich habe gehört, welchen Dame? Ich habe gehört, Sie suchen Mackie Messer. Mackie Messer? Wo ist er? Ja, aber jetzt werde ich Ihnen meinen Namen sagen, bevor ich es Ihnen sage. Wie heißt du denn? Jenny. Jenny? Du bist doch die erste Hilfe von Mackie Messer, oder? Das geht Sie gar nichts an. Ja, ist ja gut. Wo ist Mackie Messer? Als erstes will ich wissen, wie viel Sie bereit sind, mir dafür zu zahlen. Wie versprochen, 5.000 Euro. 5.000 Cash? Ja, Cash auf die Hand. Ich werde Ihnen nun sagen, wo er ist. Wo ist er denn? In der Muckibude Kölner Straße, im FZ Süd. Ja, Frau, die Verletzten, die verraten alles. Ach Jenny, komm, du weißt doch, wie das ist. Mit den anderen Frauen, das war nur, um uns finanziell abzusichern. Du bist doch meine einzige Liebe. Jenny, komm, mach dich nicht so. Weißt du noch damals? Siehst du den Mond über Krefeld? Schlamm! Wir können jetzt nach Hause gehen! Hey. Verdammter Scheißladen! Hat nur einen Ausgang! Und
wohl mit Mickey passiert? Hoffentlich hat er auf meinen Rat gehört und ist abgehauen. Hoffentlich ist er jetzt an einem sicheren Ort in Polen oder keine Ahnung, in Tschechien. Weg mit dem Messer, hier ist dein Sohn. Oh Scheiße, sie haben ihn erwischt. Haha, wie Spaß. Mann, Mackie, warum bist du nicht abgehauen? Warum hast du nicht auf meinen Rat gehört, Mackie? Ich hab dich doch gewarnt. Ich hab doch alles getan, was in meiner Macht stand. Guck mich doch an, Mackie, wir sind noch Freunde. Mackie, red mit mir, guck mich doch an. Oh verdammt, ich hab einen guten Freund verloren. Tja, das war's wohl. Du mich doch bekommen, scheiß Kollege. Ja, aber so ist das. Ich kann mich nicht beschweren, ich hatte ein schönes Leben. Ich hatte viele Frauen, viel Geld. Ein schönes, erfülltes, aber wahrscheinlich kurzes Leben. Thank you.
kaufen, ja? Bitte schön. Jenny, du hast mich verraten. Bye, bye. Tja, Maggie, alle erfolgreichen Männer dieser Welt sind irgendwann an die Frau gestürzt worden. Warum soll es dir anders ergehen? Sehen Sie, meine Damen und Herren, was passiert, wenn man immer nur das Böse anstrebt? Dann landet man wie Mackie Messer am Galgen. Und man muss wissen, das Böse kann nicht gewinnen. Das Gute wird am Ende sich immer durchsetzen. Denn das Leben ist kein Märchen. Yeah.
Hoffnung nicht denkt, das wird von uns mitgemacht, haben wir uns einen anderen Schluss ausgedacht. Die Engel der Sozialarbeit kommen! Halt! Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch sagen, B ist falsch. Wir, die Engel der Sozialarbeit, nehmen uns deine Anwältnisse. Du kannst bei uns Buße tun, indem du den Hof fegst, aber nicht nur das. Du könntest auch zum Beispiel Theater spielen. Du lernst singen, tanzen, klatschen vielleicht auch noch. Keine Lust? So soll es denn aber sein. Ja. Thank you.
Nachbarn setzte sich in einen Bus mit ca. 100 anderen auf dem Weg in eine neue Welt. Wird so sein, wie er sich vorstellt, ein bisschen unrecht im Schuh. Oder leben wir selber wohl wohnen und was will da einmal mit seinem Sohn? Tausend Fragen, die durch den Kopf gehen, kann sich gleich der Bus von einem Job stehen. Was kann sein, das ist ein Versehen. Es wurde abgedacht, jeden Tag auf einer Leben. Immer ganz gespannt, sagte er sich, als in der Menschenhändler, die nahe sind. Auf heute machst du das, was wir gesagt. Und du wirst jetzt am Rücken kriegen und den Bus keinen Fragen. Wir alle. Er wurde gezwungen, auf die Straße zu gehen. Sollte sammeln, wählen und gehen. Er kann es einfach nicht verstehen. Wir konnten ihm nur sein Leben. Er wurde gezwungen, auf die Straße zu gehen. Sollte sammeln, wählen und gehen. Er kann es einfach nicht verstehen. Wir konnten ihm sein Leben. Wie konnten Sie ihm nur sein Leben nehmen? Dankeschön!